So, hallo zusammen, Tag 6, ist Freitag. Heute war ein ganz spezieller Tag für unseren Masseur. Der Reto hat Geburtstag gehabt. Lieber Reto, auf dem Weg nochmal alles Gute zum Geburtstag vom Team, vom Staff und vom ganzen Verein. Ja, der Tag hat natürlich angefangen mit einem schönen Happy Birthday, wo alle schön mitgesungen haben. Nach dem schönen Konzert sind wir zum Morgenessen, dann haben wir ein leichtes Training gehabt. Am Nachmittag sind wir dann, oder haben wir dann einen Match gehabt gegen Schütz, wo wir zuerst zweimal im Rückstand waren, aber das Ganze dann können kehren, plus 3-2 gewonnen haben und somit einen guten Abschluss haben für die Vorbereitung und somit auch bereit sind für den Sonntag in der Woche. Ja, kommen wir zum Spiel. Auf der linken Seite haben wir den Petar, unseren Top-Stürmer. Kann nicht nur Billard spielen, ist auch ein guter Stürmer. Haben wir den Luca Anzendorfer, ganz ein neues Gesicht bei uns. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Ich glaube, das Probetraining hat er bestanden. Danke. So, kommen wir zum Spiel. Erste Frage: Wer schaut mehr Fußball im Fernsehen? Weil ich ist fast verständlich, dass beide Fußball schauen. Soll das so sein? Gut, zweite Frage. Wer hat den schärfen Schuss? Ah, der Peter, hä? Fast verständlich. Stürmer, weißt du, du musst besser schiessen. Müsste so sein, hä? Peter, ist das so? Ich habe immer einen guten Schuss gehabt. Ich glaube nicht, dass ich da trainiert habe. Okay. Ja. Hast du im Blut, wie im Video? Ja, mein Vater hat nicht so einen guten Schuss. Gut, zweite Frage. Wer von euch zwei lebt gesünder? Beide, ich. Ja, Fußballer müssen gesund leben. Somit, ja, nichts. Schade. Gehen wir zu der vierten Frage. Wer benutzt mehr soziale Medien? Ja, wieder. Peter. Sieht man ja im Insta, dass da relativ aktiv ist. Da war die Berne. Ja. Gut, Frage 5. Wer hat häufiger den Verein gewechselt? Das ist schwierig für uns. Okay, Zeit. Ich. Hey, ich habe mehr als du. Ich bin nicht sicher. Morgen, ja. Ronaldo hat nicht immer so viele Titel. Ja. Wir werden noch ein jünger anfangen. Bist du noch jünger? Von der Häufigkeit her. Nein, nein, ich bin. Also seit 16 ich bin ein Wandervogel. Gut, dann bin ich noch besser. Ja. Haben wir es gelernt? Ja, ich glaube es. Ja. Okay. Tut mir leid, dass ich da falsch bin. Gut, Frage 6. Wer ist Geiziger? Ah, super. Ja. Luca, du bist witzig. Ja, witzig kann man nicht sagen, aber. Du schaust eher auf Spaß an. Ja. Ja. Super, finde ich gut. Oder etwas auf die Seite legen. Die jungen Jahre schon schauen, ist immer gut. Ja. Ja. Das ist später einfacher, gell? Genau. Gut, Frage 7. Wer ist ordentlicher? Ah, super. Wieder der Luca. Wollen wir das Feld von hinten auf? Ja. Wir sind zwar nicht im gleichen Zimmer, aber wir haben das geschmückt, oder? Ja. Ja, ich kenne den Peter nicht, ich will ihm da nicht vorwählen. Nein, ich bin schon auch ordentlich, aber ich glaube schon, dass du. Du bist halt einfach der Schweizer. Ja, der Künstler, oder? Nein, ich bin schon ordentlich. Ja. Ich probiere es ja. Gut, Frage 8. Wer schafft mehr Liegestütze? Ja, mit meinem Arm. Ja gut, sage ich. Gut. Super. Frage 9. Wer war mehr im kalten Pool gewesen, im Trainingslager? Sind immer gut kühl, gut Beine abkühlen?
Wer von euch zwei ist mehr im kalten Pool gewesen? Ja, beide, ich. Luca, hast du noch mal gesehen? Ich bin jeden Tag zweimal gegangen. Zweimal? Ja. Peter auch? Nein. Nicht ganz. Nur habe ich nie gesehen wegen dem. Ja. Hast du schon im Unterwasser gesehen? Nein, bin ich immer gesehen. Ja. Ja. Egal, noch als Bestätigung. Ist jemand mal gesehen? Ja. Genau. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Wer von euch zwei ist die grösste Partyleute? Ah, super. Hat es nochmal einen Punkt gegeben? Hat es nochmal einen Punkt gegeben. Perfekt, immerhin noch einen. Ist das so, Peter? Naja, ich glaube schon, dass ich mehr Sporten schaue. Okay, perfekt. Somit, wir sehen uns ja nicht abends, gell? Hey. Haben wir 6 Punkte. Lange nicht ganz nach vorne. Aber ja, das war es für heute. Danke fürs Zuschauen und schönen Abend. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.